Moin moin Leute, mein Name ist ReFazer und in der heutigen Dragon Ball Legacy Reihe dreht es sich um Budokai Tenkaichi 2. Auf der PlayStation 2 rausgekommen, 2006, 2007 dann auch für die Wii. Und für diejenigen von euch, die mich erst jetzt gefunden haben oder diese Reihe nicht kennen, ich gucke mir gerade alle Kampfspiele auf den Konsolen vom Super Nintendo bis zur heutigen Zeit einfach an, um zu sehen, wie sich Dragon Ball Kampfspiele weiterentwickelt haben in Vorbereitung auf Dragon Ball FighterZ, worauf ich mich sehr freue. Diese Videos sind so ein Kurzeinblick, ich gehe nicht in allen Details des Spiels ein, sondern so, damit wir einfach schauen, wie gut sind die gealtert und wie viel Spaß machen sie noch. Budokai Tenkaichi 2 ist ja der direkte Nachfolger von Budokai Tenkaichi 1 und hat sich ein bisschen verbessert. 129 spielbare Charaktere, wir haben insgesamt glaube ich 17 Stages, alle sehr groß. Das Gameplay ist ein bisschen besser geworden mit den Kombos, mit einzigartigen Attacken von den einzelnen Charakteren, das gucken wir uns gleich an. Und es hat einen sehr, sehr coolen Story-Modus, den ich persönlich in anderen Games leider mittlerweile echt vermisse. Als Spielmodi im Allgemeinen hat es Dragon Ball Adventure, was der Story-Modus ist. Wir haben Ultimate Battle Z, was so Kämpfe unter bestimmten Voraussetzungen sind, ähnlich wie die Türme in Mortal Kombat X. Dann gibt es natürlich einen Turniermodus, den Budokai Tenkaichi-Teil, wo es unterschiedliche Turniere gibt. Es gibt Evolution Z, wo ihr mehr oder weniger euren eigenen Charakter mit Kapseln ausrüsten könnt. Und auch noch so eine Dragon Library, wo es mehr oder weniger Informationen und Hintergrundgeschichten zu Dragon Ball und dem Spiel an sich gibt. So, wir gehen in den Dragon Adventure Modus. Ich habe noch nicht viel gemacht. Wir gucken uns die Saiyajin Saga an. Das ist nämlich der Story Modus. So, und Goku labert mich jetzt erstmal voll. Ihr seht, Saiyan Saga bis jetzt noch freigeschaltet. Und wir sind bei dem Kampf gegen Vegeta. Und ich dachte mir, den zeigen wir einfach mal. Goku gegen Vegeta. Ultimate Decisive Battle. Drei Game Levels gibt es. Ich habe meinen Goku nicht wirklich weitergelevelt bis jetzt. Aber ihr seht gleich die Besonderheit von diesem Spiel. Zum Beispiel, dass Yamcha sich selber mit seinem Geisterball die ganze Zeit hauen kann. Und es ist Open, ja mehr oder weniger Open World, also ihr habt wieder diese Welt, die wir schon aus Budokai kannten, also ich bin mir gerade nicht sicher, in welcher Teil das war, obwohl ich das erst kürzlich halt gespielt habe, wo wir unterschiedliche Sachen hier machen können, das heißt, wir können durch die Welt fliegen, verschiedene Sachen finden, Nebenquests freischalten, Dragon Balls farmen und das hat mir echt gut gefallen. So, wir gehen jetzt zum Beispiel ins Wasteland und gucken uns mal an, was es da gibt. So, hau dich. Ja, die Ladezeiten sind durch den Emulator natürlich sehr schnell. Und zum Beispiel kann ich hier so einen Nebenkampf gegen Cyberman machen. Und das machen wir auch mal ganz kurz, um warm zu werden. Wir reden mit denen. Gigi. What you're looking at, I'll beat you to death. Ja, mal schauen. Und ich gehe davon aus, dass wir hier so 2-3 bekämpfen müssen. Ihr seht, ich bin Level 12. Ich kann nur Goku in diesem Fall wählen. Das Spiel bietet auch die Möglichkeit, während des Kampfes mit anderen Charakteren zu wechseln. In diesem Story-Bereich jetzt nicht. Die Cybermen sind alle ein bisschen höher als ich. Das liegt daran, dass ich gerade nur diese Items drin habe. Man kann unterschiedliche Items reinpacken und die Items an sich leveln. Und da ich mit Goku noch nicht viel gespielt hatte, sind die Items noch nicht gelevelt. Aber ich kann zum Beispiel so ein Item, was ich gelevelt habe, nehmen und in einem anderen Charakter reinpacken, dann, damit er einen höheren Level hat. Ich habe hauptsächlich mit Krillin und Piccolo bis jetzt gespielt. So, vom Kampfsystem her ist das ähnlich wie Budokai 1. Und ich habe immer noch das gleiche Problem, dass ich immer noch meine Xenoverse-Steuerung im Kopf habe. Also man kann unterschiedlich, man kann ausweichen, man kann grabben. Also mit X ist grabben und Bewegung zum Beispiel. Mit einer Mischung aus Viereck und Dreieck könnt ihr Kombos machen, das kennt ihr auch irgendwo her. Zum Beispiel kann... Und irgendwie klappt das gerade, was ich zeigen möchte, nicht wirklich. Ihr könnt diese aufgeladen... Ja, na endlich. Ja. Und... Fort! Ihr könnt zum Beispiel diese aufgeladenen Attacken blocken, wenn ihr die richtige Richtung zur richtigen Zeit wechselt. Und jetzt lade ich mich mal ein bisschen auf. Okay, doch nicht, er ist tot. Man kann sich aufladen, man kann sich auch verwandeln. Das werde ich in diesem Video aber nicht zeigen können. Irgendwie, ich versuche gerade einen Sidestep, aber irgendwie will es nicht so, wie ich es will. Und es hängt gerade ein bisschen, aber okay. Habe ich ihn schon down? Nein. Okay. Ja, ich war gerade gestunt, deswegen konnte ich dem nicht ausweichen. Und irgendwie... So. Verschwinde. Da ist der Sidestep, endlich. Ah, okay, das war jetzt zum Beispiel ein Schlag, wenn ich in die richtige Richtung gedrückt hätte, hätte ich den geblockt, wie jetzt. Oder man kann auch Z-Vanishes machen. Oh oh. Ja, das war klar. So.
Ja, noch ein bisschen aufladen. Yame, yame. Und down ist er. Also das Spiel ist immer noch relativ cool. Ich glaube, wenn man sich ein bisschen stärker mit dem befasst und nicht die ganze Zeit so Mist macht. So, jetzt haben wir gesehen. Der hat so lange aufgeladen, dass ich genug Zeit hatte, um in die richtige Richtung zu drücken. Ah, okay, da hat er auch aufgeladen. Macht ein Follow-up-Combo. Wir laden mal ein bisschen auf. Machen wir mal eine Kaioken-Attacke gegen die. Ja. Zack. Hi. Also, Goku hat in dieser Form zum Beispiel seine Kaioken-Attacke. Die Spirit Bomb hat er noch nicht, weil er in der Story die hier noch nicht benutzt hatte. Da kommt gleich, glaube ich, noch einer. Er lebt noch. Jetzt aber nicht mehr. K.O. Sehr schön. Ich habe Kaioken-Attacke und Kamehameha bis jetzt nur. Aber wie gehabt, wenn man zum Beispiel dann in die Namek-Saga reinkommt, wird man... Ah, Level 16. Sehr gut, das könnte ich vielleicht gleich in den Kampf gegen Vegeta benötigen. Wird man auch Super Saiyajin-Verwandlung lernen. Und das heißt, man kann in-game sich verwandeln, was sehr cool ist. Das werde ich aber in Budokai Tenkaichi 3 dann eher zeigen, weil ich dort ein bisschen weiter in die Story schon reingespielt habe und dann ein bisschen was anderes zeige. Also jetzt hier Saiyajin-Saga. Ich glaube, bei Budokai Tenkaichi werde ich wahrscheinlich entweder die Namek- oder die Android-Saga zeigen. So, jetzt sind wir bei dem Kampf gegen Vegeta, der legendäre Kampf, der uns alle zu riesen Dragon Ball Fans gemacht hat. Story ist vertont, in Ingame-Grafik finde ich sehr cool gemacht. Hält sich auch bis zum heutigen Tag. Hält sich bis zum heutigen Tag auch sehr gut. So, ihr seht, Level 45 ist Vegeta, aber das sollte schon funktionieren. Ready, fight! Und Conditions ist einfach nur, ich muss gewinnen. Es gibt unterschiedliche Sachen, die man hier machen muss, um den Kampf zu gewinnen. Von der Story her, das habe ich auch noch gar nicht gesagt. Aua. Aua, Vegeta, lass mich in Ruhe. Ah! Das hätte ich punishen müssen. Aua, 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 aua. Ah, mein Schlag war schneller! So, ein bisschen aufladen. Storymäßig. Ah, fuck, ich hatte nicht genug Tiefe im Kamehameha. Das wollte ich eigentlich gerade gar nicht machen. Aber so könnt ihr mal sehen, wie man dieses Spiel auch spielen kann. Kaioken Attack! Und der Verschwunden! Mein alter Xenoverse-Teil, meine alte Xenoverse-Schwäche, dass ich nicht blocke. Nein! Ah, also man muss sagen, die Kamera-Probleme kennen wir nicht nur aus Xenoverse. Kamehame! Ins Gesicht! Und K.O. Wow. So, ich war gerade nicht bei der Story. Die Story geht von Dragon Ball Z bis Dragon Ball GT, inklusive aller Dragon Ball Z Filmen, was schon relativ viel ist. Und es gibt viel zu entdecken, gerade mal, wenn man in dieser offenen Welt rumschwört und ähnliches. Also so Sachen wie Broly, kann man nicht mich zu erinnern, konnte man damals entdecken. Es gibt hier Fusionen, auch wo sie ein bisschen abgeändert worden sind. Also bei Tenkaichi 1, glaube ich, war es ja so, dass sie entweder also Key-relevant oder zeitrelevant waren. Hier sind sie, glaube ich, für immer. Aber im Großen und Ganzen ist schon eine Verbesserung gewesen gegenüber Tenkaichi 1. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, gerade weil ich Tenkaichi 3 bereits gespielt habe, ist es deutlich besser dort. Ja, das ist ja toll. Ja. Ich hasse diese Great Ape-Kämpfe. Okay, die gucken wir uns nochmal fix an. Survive as long as you can, das ist okay. Weil die Great Ape-Kämpfe hier sind echt mies. Ihr könnt, also diese, gerade weil ich finde, die Steuerung ist nicht allzu intuitiv. Ja, okay, grab mich. Also ich muss 100 Sekunden überleben, das wird ja nichts. Weil ich persönlich finde, es ist ein bisschen träge.
Ja, natürlich! Natürlich! Jo. Ja, aua, 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 aua. Und die sind so groß und man weiß nicht, was, wie man sich bewegen. Warte mal, jetzt weg. Ich versuche die ganze Zeit wegzukommen und er macht mir so ein. Ja. Ja, triff mich trotzdem. Ich bin tot. Okay, überlebe so lange, wie du kannst. Das war nicht lange. Ich kann mich daran erinnern, ich habe bei Budokai Tenkaichi 1, glaube ich, und auch hier bei dem, wo ich ein bisschen mich warm gespielt habe, ein paar Great Ape-Kämpfe gemacht. Ich muss sagen, die sind so verdammt frustrierend. Nichts anderes. Also wirklich Spaß daran habe ich nie gehabt. Return to Main Menu. Ja, wir machen mal. Aber eins muss ich auch sagen, das werde ich wahrscheinlich in jedem der Teile sagen. Es ist echt krass, wie gut sie die Schadensmodelle der Kämpfer hingekriegt haben. Das hat mir echt gut gefallen. Immer noch, bis zum heutigen Tag. Ich finde, das Spiel ist auch relativ gut gealtert, bis auf diesen beschissenen Kampf. Natürlich. Hey, warum konnte ich... Das ist eigentlich ein Blocken. Nein, das wollte ich auch nicht. Ja, während ich ihn kicken möchte. Ahahaha. Also ich glaube, die bessere Möglichkeit ist hier jetzt einfach zu sagen... Oh, haben wir... Ja, wir haben Beam Struggle. Das gibt's hier auch. Und das... Alter, ich habe nicht den auch einer Chance. Man merkt hier den Levelunterschied doch ein bisschen krass. Verschwinde. Kann ich genug aufladen? Oh ja, ist klar. Ja, okay, ich wollte gerade aufladen, hat nicht geklappt. Okay, den Kampf werde ich jetzt aber nicht mehr machen. Ich sage ja, frustrierend. Man muss ein bisschen auch aufhaften bleiben, ihn wegkicken. Aber das soll es gewesen sein. Ein total toller Abschluss für so ein Video. Nichtsdestotrotz, Budokai Tenkaichi 2, ziemlich cooles Game. Ich bin sehr gespannt, wie eure Meinung dazu ist. Habt ihr es gespielt? Wie fandet ihr es? Welches von den drei Teilen findet ihr persönlich am besten? Weil ich muss sagen, von der Story, beziehungsweise wie der Story-Modus aufgebaut ist, hat mir Budokai Tenkaichi 2 am besten gefallen. Aber die Gameplay-Verbesserungen kamen dann halt tatsächlich mit Teil 3, welches nochmal richtig geil gemacht hat. Ich freue mich natürlich, wenn euch das Video und die Reihe gefällt, über einen Daumen nach oben. Und ansonsten könnt ihr euch gerne mein letztes hochgeladenes Video oder auch die Dragon Ball Legacy Playlist anschauen und mich selbstverständlich abonnieren, falls ihr auf Anime, Anime Games und Fighting Games steht.